Du bist der 42. Herrgott in unserem Kloster. Du bist der letzte Herrgott in diesem Gebäude. Die anderen 41 Herrgötter sind alle bedeutend jünger und wichtiger. Der Herrgott in der Kirche ist für die Volksverdummung da, so wie der in der Leichenhalle für den Volkszorn da wäre. Aber die Leute, die von der zentralen Stelle verdummt werden, sind eben unfähig, sich an Nebenstellen zu erzürnen, obwohl sie das dürfen. Wenn einer das Leichenhaus zusammenschlägt, weil sein 18-jähriger Sohn in der Bundeswehr umgekommen ist, dann bekommt er mildernde Umstände. Aber selbst der Herrgott auf meiner Brust kümmert sich um nichts, obwohl ich ihm zur Verfügung stehe, Tag und Nacht. Ein netter Bräutigam, den man für leere Versprechungen ein ganzes Leben lang rumschleppt. Dich und echt würde ich lieber tragen. Aber die katholische Kirche, die nicht einmal über das Thema Verhütungsmittel für Klosterschwestern oder nicht diskutieren kann, wie könnte sie, diese Kirche, das Vorbild aller Sterilität, dich, das Vorbild allen Lebens, bei einem Weibe liegend ertragen sehen? Noch dazu bei mir. Ich bin ja nicht einmal eine Hure, die du ja angeblich vorgezogen hast. Ich bin ja nicht einmal ein Apfel. Ich kann ihn ja nur essen. Und von den Äpfeln hast du geschwärmt auf den Bäumen, nicht von mir. Und von den Würmern hast du geschwärmt und den Schlangen. Schick sie mir, wie du mir den Apfel schickst. Für jede Schlange ist in meinem Unterleib ein Nest bereit. Der Apfel ist gut. Gut für die Verdauung. Mhm.
Mein Gott, du bist mein Zeuge. Eben lag hier der Teufel in Gestalt einer dicken schwarzen Schlange. Lebst du? Wie kommst du in mein Bett? Als Schlange dachtest du, damit dich keiner kennt. Schwester Antonia und Schwester Amanda, ihr sagt kein Wort. Das Gelübde des Gehorsams bindet euch erneut. Weder sagt ihr, dass der 42. Herrgott unseres Hauses bei mir im Bett liegt, noch sagt ihr sonst etwas. Ich selbst werde die Polizei über einen Kirchenraub verständigen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Der alte Kerl. Schrecklich. Aber immer noch besser als keiner. Richtig. Aber der könnte unser Vater sein. Aber nicht der Ihre. Wer weiß? Das ist Glaubenssache. Man kann daraus auch etwas lernen. Was denn? dass jeder sich den Richtigen aussucht. Für die olle Schachtel ist der Richtige, der Obsthain. Meinst du, dass es für uns auch einen Richtigen gäbe? Ich meine, in unserem Fall sollten wir zuerst einen jeden nehmen. Auch das verquollene Männchen, das interwischt wahrscheinlich. Ja. Das wird jetzt schwierig werden. Zusammen können wir im Kloster nicht wohnen. Und wer weiß, ob man mir wenigstens meinen Arbeitsplatz als Oberin belässt. Aber notfalls können wir von Ort zu Ort gehen und von deinen Verwandlungskünsten leben. Als Pfarrer solltest du dich keinesfalls hergeben. Wenn dann schon als Ober, weil dir das besser liegt, nachdem du schon Berge von deinem Leib und Seen von deinem Blut zu Speise und Trank gegeben hast. Und wenn ich Oberin genannt werde, dann musst du Ober heißen, denn nach dir bin ich ja schließlich benannt. Na klar, in der Kirche. In der Tat. Genau. Oder? Was? Oder? Oder in der Kirche. Sag ich doch! In der Kirche, ich sage es doch auch. Also, dann haben wir die gleiche Meinung. Folglich trinken wir jetzt noch zwei Schnäpse. Ober! Ober, kannst du uns sagen, wo wir dich gesehen haben? Mich? Dich, genau. Wo haben wir dich gesehen? So eine blöde Frage. Prost. Wie so eine blöde Frage? In der Tat. Genau. Oder? Was oder? So eine saublöde Frage. So saublöd war sie wiederum auch nicht. Nicht. Doch, doch. Du meinst, sie war saublöd? In der Tat, saublöd. Genau, aber wir waren im Dienst. In der Tat. Und wir sind noch im Dienst. Eben. Also sind wir der gleichen Meinung. Folglich trinken wir noch einen Schnaps. Oma! Daher! Kass nicht immer aus dem Fenster! Der Bulle hat gesagt, dass du nicht immer zum Fenster hinausfallen sollst. Hörst du? Schenk ein! Schenk dir selber ein. Weißt du, ob das geht? Ich probiere es nicht. Probier es du. Ich? Ich probiere das nicht. Ich probiere nur den Schnaps. Tisti, du sollst es probieren! Bulle, ich probiere es nicht. Ich probiere auch lieber den Schnaps. Dann sind wir ja schon wieder der gleichen Meinung. Oma, hierher, wir brauchen schon wieder einen Schnaps. Siehst du, du weißt doch,
dass der nicht hergeht. Der schaut doch aus dem Fenster. Das siehst du doch. Das sehe ich. Ich sehe das Gleiche wie du. In der Tat. Nein, ich sehe nicht das Gleiche wie du. Siehst du? Ist das dein Ernst? Was? Ich weiß es nicht. Was weißt du nicht? Was weißt du nicht, Zisti? Ich weiß es nicht, weißt du es, Poli? Ich, wie kommst du denn auf mich, Zisti? Ja, Poli, wie komme ich auf dich? Ich will jetzt endlich wissen, wieso du auf mich kommst, Zisti. Zisti, sollst du Zisti sagen? Wie soll ich denn dann sagen? Wie ich heiße. Wie ich heiße. Du heißt Poli. Und du? Du heißt auch Poli. Das ist aber ganz einfach. Ober! Wir haben schon wieder vier gleiche Meinungen. Daher! Gieß ein! Der kommt erst, wenn wir ein Dutzend haben. Glaubst du? Nein. Glaubst du? Nein. Poli, du sollst mich ausreden lassen. Poli, red aus. Poli, Poli, Poli. Poli, schenk uns endlich einen Poli ein. Wenn alles Poli heißt, dann bist du der Poli, okay? Ich bin aber deiner Nordpoli. Und ich bin dann der Südpoli. Nein, du bist nur der Poli. Dann weine ich immer. Gut, da bist du der Weinpoli. Und der Schnaps ist der Südpoli. Und der Opa ist am Fenster. Ober ist der. Geh her, Scheißmann. Jetzt hab ich es. Was? Das sage ich nicht. Na, dann sag's doch ihm, ob er das hört. Hey, hörst du es? Der hört es nicht. Der hört es nicht. Einer Meinung. Und kein Schnaps. Es ist nicht zum Aushalten. Kurz auf fix. Jetzt kommt er daher. So also heißt er. Kruzi Fixi. Oder Fixi Kruzi. Schenk uns fünf Meinungen ein. Poli, jetzt ist alles klar. Dieser Fixi ist doch Klosti. Den haben sie nicht gestohlen. Der ist weggelaufen. Nicht gestohlen? Weggelaufen. Das Kreuz war doch noch da. War noch da. Und der Kruzifixi ist einfach weggelaufen. Wenn das Kreuz noch da ist und er weggelaufen ist, dann kann er nur Kruzifixi heißen. Dann kann er nicht Kruzifixi heißen. Der heißt nur Fixi. In der Tat. Genau. Denn nur das Kreuz und er sind ein Kruzifixi. Fixi! Daher! Aber fix! Wir sind einer Meinung und du kriegst nix. Nixi? Nixi heißt dir! So habe ich es auch in meinen Kopf aufgeschrieben. Zeig! Ich habe es ja nicht auf meinen Kopf geschrieben, sondern in meinen Kopf. Da steht es groß drinnen. Nixi! Quer durch den Kopf steht es geschrieben. Und bei mir? Was steht daher bei mir quer drin? Da steht da nichts. Doch auch. Ja, und was steht drin? Nichts. Nixi meinst du? Ja, Nixi. Dann haben wir ja schon wieder die gleiche Meinung. Und wenn wir einer Meinung sind, Nixi, was machen wir dann? Dann trinken wir einen Schnaps, Nixi. Und den Schnaps bekommen wir vom Ober. Weißt du denn noch, wie der Opa heißt? Keine Ahnung. Scheiße. Meinst du jetzt, dass der Scheiße geheißen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, dann probier's doch mal, Nixi. Scheiße! Die Scheiße kommt. Bitte? Er, der Dixi, und ich, der Dixi,
Wir wollen jetzt einen doppelten Nixi. Eine doppelte Scheiße. Im Ernst? Im Ernst nicht! Im Glas, du Depp! Das kann ich doch hier nicht machen. Dann mach es woanders. Soll er es denn machen, Nixi? Mensch, Nixi, ich habe keine Ahnung. Scheiße, Nixi! So eine Scheiße. Ich brauche Scheiße. Scheiße, bitte. Scheiße für Polizei. Scheiße für zwei Polizisten. Scheiße, bitte. Gebt mir Scheiße. Scheiße, bitte. Die Polizei braucht Scheiße. Bitte gebt mir Scheiße. Gebt mir Scheiße für die Polizei. Scheiße, bitte. Scheiße, bitte. Gebt mir Scheiße. Scheiße, bitte für die Polizei. Scheiße. Ich brauche Scheiße. 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 Scheiße, bitte. Gib mir Scheiße, bitte. Scheiße, bitte für die Polizei. Scheiße. Gib mir Scheiße, bitte. Scheiße. Scheiße. Scheiße, bitte. Scheiße. Scheiße für die Polizei. Scheiße, bitte. Gib mir Scheiße. Scheiße, bitte. Gib mir Scheiße. So, da bleiben wir. Scheiße. Scheiße. Was möchten Sie bitte? Ich brauche Scheiße für die Polizei. Scheiße, bitte. Gehen Sie weg, weg da! Bitte gib mir Scheiße. 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 Gib mir Scheiße für die Polizei. Scheiße, bitte. Scheiße für die Polizei. Bitte gib mir Scheiße. Ich brauche Scheiße für die Polizei. Scheiße, bitte. Scheiße. Scheiße, bitte. Gebt mir Scheiße in die beiden Gläser. Ich verliere sonst meinen Job. Die beiden Polizisten haben sie bestellt. Scheiße, bitte. Nur die beiden Gläschen voll. Scheiße. Ja, hat ja niemand Mitleid mit ihm. Was möchte er? Scheiße? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dann gib ihm doch Essig, wie es in der Bibel steht. Doch nicht Scheiße. Essig. Der Essig war für unseren Heiland gut genug. Dann wird doch für diesen Reserve-Christus Scheiße gut genug sein. Ein Wunder. Er hat Scheiße verlangt und niemand hat ihm Scheiße gegeben. Nicht einmal Scheiße. Er wollte sie nicht für sich. Ah, Quark. Ich brauche Scheiße. Ich verliere meine Anstellung. Ich verliere meine Glaubwürdigkeit. Ich muss wieder ans Kreuz. Ihr wisst nicht, wie das ist. Es ist die Hölle. Scheiße, bitte. Und der Menschen Barmherzigkeit. Scheiße, bitte. Er lästert Gott? Nein, er lästert uns. Ich lästere euch nicht. Ich will nur nicht wieder diese Schmerzen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn die dritte Stunde kommt und nichts vergeht. Ich will alles auf Erden tun, nur um das nicht mehr aushalten zu müssen. Glaubt mir, lieber verlange ich Scheiße von euch. Ich will es ja nicht für mich, sondern für die beiden Polizisten. Die stehen in meiner Bar und warten auf ihre Scheiße. Sie haben sie bestellt. Ich bin Ober. Ich kann doch nicht sagen, es gibt keine Scheiße. Es gibt Scheiße. Das weiß doch ein jeder. Scheiße, bitte. Die Polizei verlangt Scheiße. Die verlangt doch immer Scheiße von uns, oder? Was die alles von uns verlangen. Die können auch nur Scheiße machen. Aus uns und allem machen die nur Scheiße. Nur Scheiße von A bis Z. Eine einzige riesen Scheiße. Vielleicht muss er nur auf das Klo. Thank you.
Da ist niemand. Du, musst du nicht? Ich? Versuch es noch einmal. Das ist eine gute Idee. Kennen Sie den? Ein Bayer steht mit seinem Rucksack an einer Bushaltestelle. Endlich kommt der Bus. 20 Neger sitzen drin. Sagt der Bayer, hat es gebrannt? Ich kann nicht. Ich kann um das Verrecken nicht. Du kannst nicht, obwohl du dich in eine Schlange verwandeln kannst? Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich mich in Scheiße verwandle. Nein. Ich führe dich zur Polizei. Zur Polizei? Um Gottes Willen, die Polizei hat ja die Scheiße bestellt. Ich führe dich zu einer anderen. Ich führe dich zur Polizei. Polizei? Gut, bring mich zur Polizei. Vielleicht verlangt die Polizei nicht so unmögliche Sachen von mir wie die Polizei. Ganz gut, dass dieser dämliche Opa nicht mehr gekommen ist. Oder Zisti? Du sollst mich im Dienst nicht bei meinem Spitznamen nennen. Zeit heißt ich, Poli. Zeit. Verdammt, der Opa. Hoffentlich bringt er unsere letzte Bestellung nicht. Dieser Herr leidet an Unterkühlung und weiß nicht wohin. Könnten Sie sich um ihn kümmern? Das ist nicht richtig. Ich leide, weil ich Ober bin und einer Bestellung meiner Gäste nicht nachkommen kann. Was haben Sie denn bestellt? Was es überall gibt. Überall? Also auch bei uns? Wahrscheinlich. Wer waren denn die zwei? Das waren zwei Polizisten. Deswegen sind wir ja nicht zu der Polizei gegangen. Weil der Ober meint, wenn er die Polizei nicht mehr zufriedenstellen kann, kann er sich nicht mehr bei ihr sehen lassen. So sind wir zu Ihnen gekommen, zur Polizei. Ja, da haben Sie ganz richtig gehandelt. Wir sind auch gerne bereit. Wir haben auch viel Zeit. Nicht wahr, Poli? Womit kann ich Ihnen dienen? Was? Das können wir schon machen. Natürlich. Wenn es sonst nichts ist. Ich komme mit der Polizei auch immer besser zurecht wie mit der Polizei. Tag so anstrengend. Jeden Tag ist gut. Kannst du jeden Tag?
Schön wär's. Aber darum geht es jetzt nicht. Genau darum geht es. Oder? Es geht doch darum, dass die beiden warten. Wenn bei uns nichts geht, dann müssen sie halt warten. Logo. Logo schon. Aber es ist einfach unhöflich, jemanden so lange warten zu lassen. Wir wollen ihnen doch einen Dienst erweisen. Und das ist etwas anderes als eine Pflichterfüllung. Ja. Schnapsgläser vollscheißen. Das ist eine freiwillige Sache. Aber das kann keine Dienstvorschrift von uns verlangen. Unangenehm ist es schon. Unangenehm ist es. Aber was sollen wir jetzt machen, da wir schon einmal damit angefangen haben? Wir können jetzt nicht einfach die Hosen hochziehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Nein, weil wir es angeboten haben. Wenn es eine Anordnung wäre, könnten wir sagen, das geht nicht. Als Anordnung würde das schon zu weit gehen. Eben. Also machen wir weiter. Aber um 6 haben wir den Schluss. Es ist 5:05. Wir könnten ja die Gläser auf einen Stuhl tun. Sollen wir? Da reden wir gar nicht lange. Ich fühle mich schon erleichtert. Ich auch. Ich finde das richtig schön. Ja, es ist schön. Das ist viel schöner als irgendwas. Ja, das ist der Fall. Ich meine, was man alles 5 Minuten vor Dienstschluss so verwickelt werden kann. Heulich, wie der geschossen hat. Schrecklich. Stundenlang. Diese Zeit. Und die ganze Aufregung. Und die Aufregung kommt noch dazu. Von der Gefahr gar nicht zu reden. Davon redet man ja gar nicht. So ist es. Und 6:03. Das wäre doch gelacht. Wenn wir zwei in 4 Minuten nicht 2 Schnapsgläser vollscheißen könnten. Hoffentlich kommt nicht alles auf einmal. Wie es normalerweise ist. Aber bei der nötigen Selbstbeherrschung kann uns da gar nichts passieren. Uns nicht. Es stimmt schon. Riechst du was? Ja. Aber es ist vorerst nur Luft. Noch ein wenig. Nicht, dass ich dann allein da hock. Schließlich haben wir den Schnaps auch immer gemeinsam gesoffen. Wie es sich gehört. Ja, das gehört sich so. Gut, dass wir keinen Schnaps da haben. Bei der gleichen Meinung, die wir ununterbrochen haben. Da würden wir ja noch blöder ausschauen, als wir jetzt schon tun. So gleich ist unsere Meinung eigentlich gar nicht. Nicht? Nein. Weil ich nämlich weiß, wo hier ein Schnaps ist. Und du weißt es nicht. Das sind die unterschiedlichsten Meinungen, die es überhaupt gibt. Wenn einer was weiß und der andere nicht. Ach, das hilft dir jetzt auch nichts. Weil du weißt zwar, wo ein Schnaps ist. Aber wenn ich das nicht weiß, dann können wir den Schnaps nicht trinken, weil wir ja nicht einer Meinung sind. Logo. Also hilft es ja genauso wenig, zu wissen, wo der Schnaps ist, wie mir, der ich das nicht weiß. Aber ich glaube, der ist... Jetzt! Jetzt kommt's! Es ist genau 6:03. Ich
riech aber nichts. Geruchlos. Geruchlos? Also geruchlos. Hol den Schnaps. Ich habe mich getäuscht. Aus der Flasche zu trinken, bin ich nur im Dienst geworden. Da! Ich finde das aber nett, dass du meinen Dienstschnaps mit mir teilst. Das finde ich auch nett. Stell dir vor, wenn wir jetzt die Schnapsgläser voll scheißen könnten, das wäre großartig. Großartig. Da. Ob der Schnaps den Stuhlgang fördert oder hemmt, wer weiß das eigentlich? Ich weiß nur, dass er ihn fördert. Klar, sonst würden wir ihn ja jetzt nicht trinken. Da. Hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, dass wir unsere freundschaftliche Atmosphäre diesem weggelaufenen Ober verdanken? Wenn man es genau sagt, dann eigentlich diesem weggelaufenen Herrgott. Dem verdanken wir ja alles, dem Herrgott. Ja. Ja, ja, aber nicht einem weggelaufenen. Ein Glück, dass der weggelaufen ist. Da. Aber die Obere nicht vergessen. Ohne ihre Anzeige wären wir jetzt nicht in der zufriedenen Lage, in der wir sind. Da. Meinst du, dass die beiden noch draußen sind? Das ist doch wurscht. Denn wer hat denn in der Bar vollgeschissene Schnapsgläser verlangt? Wer? Wir. Wir erweisen uns selbst den Dienst. Logo, einen Freundschaftsdienst sozusagen. Ein Freundesdienst, sagst du? Ja. Eine Blutsbrüderschaft, nenne ich das. Blutsbrüderschaft. Das ist noch besser. Aber wir bluten ja gar nicht. Stimmt. Wir scheißen ja. Stimmt. Und Scheißbruderschaft klingt nicht gut. Lassen wir das Scheißen. Bluten wir. Da. Bluten. Am besten, am einfachsten, mit der Dienstpistole. Gibt ja nichts anderes. Trinke für den Rest aus den Gläsern. Tisti. Poli. Und auf den weggelaufenen Herrgott. Poli. Poli. Schatz. Thank you.
Kratz dich nicht immer an deinen Narben, auch wenn sie jucken. Entschuldige. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Sie werden immer jucken, wenn wir den Föhn haben. Magst du den Föhn? Wenn das der Föhn ist, der mir immer meine alten Wunden jucken lässt, dann mag ich ihn sehr gern. Dieses Jucken erinnert mich zwar an die alte Zeit, aber wenn ich mich kratze, dann spüre ich, dass diese alte Zeit vorbei ist. Und das tut mir sehr gut. Schau her, sie sind nicht offen. Das wäre auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem du dir deine Narben aufkratzt. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe mich ebenfalls nicht. Möchtest du nicht einmal eine Frau? Eine Frau? Wozu? Ich habe ja dich. Mich hast du. Aber ich meine eine Frau, der du die Brust berührst. Und... Soll ich dir die Brust berühren? Mir doch nicht. Das kann ich mir bei meinem Job nicht leisten. Das ginge bis zum Bischof. Wahrscheinlich. Was hast du mit dem Und gemeint? Und? Ach so. Ich habe nur gedacht, ob du nicht die Brust einer Frau mit den Händen berühren möchtest. Und mit dem Mund. Mit dem Mund? Wozu? Ja, wozu? Ist das gut für die Frau? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es gut für den Mann. Für seinen Mund? Wie sollte das gut sein? Ach, ich weiß es nicht. Bist du verzweifelt? Ach, ich weine nur. Da drüben ist ein kleiner See. Lass uns hingehen und den Fröschen zusehen. Du kratzt dich schon wieder an deinen Narben. Ja, aber jetzt weiß ich warum. Weil Föhn ist. Hast du keine alten Narben, die dich jucken? Ach, weißt du, ich verstehe nichts davon. Ich glaube, dass ich von mir selber nichts verstehe. Ich denke, wenn du eine Frau hättest, dass ich etwas von ihr lernen könnte. Was könntest du von ihr lernen? Zum Beispiel, wenn du deine Hand auf ihre Brust legst, wie sie dabei schaut, das könnte ich vielleicht lernen. Und was sie tut. Und der Mund? Vielleicht streichelt sie mit ihrer Hand deinen Kopf, wenn du mit deinem Mund ihre Brust berührst. Das könnte ich mir vorstellen. Du scherzt. Du vergisst meine Dornenkrone. Ich könnte sie nicht abnehmen. Ich habe mich zu sehr an sie gewöhnt. Ach ja. Deine Dornenkrone, die brauchst du, sonst bist du niemand. Kannst du dir vorstellen, niemand zu sein? Nein. Ich glaube, niemand kann sich vorstellen, dass ich niemand bin. Ob in diesem Bayer Frösche sind? Ich kann mir vorstellen, dass du niemand bist. Du? Wie das? Durch die Liebe. Durch die Liebe zu einer Frau kannst du dich vergessen. Wie das? Indem du deine Hand auf ihre Brust legst. Und den Mund? Und dann den Mund. Und? Sie wird deine Hand nehmen und dich zu ihrer Furt führen. Und wenn sie keine hat? Entschuldige, ich weiß ja gar nicht, was eine Furt ist. Ich weiß es selber nicht. Glaubst du mir? Ich glaube gar nichts. Aber ich gebe mir die beste Mühe, ein guter Ober zu sein. Siehst du die Frösche? Schade, dass sie nie in meine Bar kommen. Ich würde sie gerne bewirten. Ich fange dir welche. Hilfst du mir? Kommen die an Land? Wir gehen zu ihnen ins Wasser. Das kann ich nicht. Ich kann nur auf dem Wasser gehen. Thank you.
doch herein. Es geht nicht. Du musst daneben steigen. Wo daneben? Da bin ich ja wieder an Land. Was hast du zwischen den Beinen? Eine Perücke. Hast du dort auch einen Kopf? Nein, nur Lippen. Kannst du mit denen sprechen? Nein. Kannst du mit denen essen? Nein, aber ich könnte es versuchen. Und der Mund? Eben, zum Essen habe ich ja den Mund. Aber wir haben doch zwei Würste in unserem Picknickkorb. Du kannst meine Wurst haben. Dann kannst du oben und unten essen. Ich fange lieber Frösche. Einen habe ich schon. Magst du das wirklich nicht mit meiner Wurst probieren? Das geht jetzt nicht. Wieso? Ich habe die Frösche drinnen. Zeig. Toll. Die haben da alle Platz. Das werde ich mir einmal genauer ansehen. Jetzt habe ich Hunger. Denkst du dir nichts, wenn du Rotwein trinkst? Nein, wieso? Es ist dein Blut. Mein Blut? Wie kommst du darauf? Du hast es selbst gesagt. Ich? Bei welcher Gelegenheit sollte ich so etwas sagen? Beim Abendmahl. Beim Abendessen? Aber bei welchem? Nun, bei dem in Jerusalem. Du stellst dich aber an. Ich war noch nie in Jerusalem. Wo soll denn Jerusalem sein? Du hältst mich zum Narren. Ich bitte dich, ich kann doch nicht sagen, dass dieser Wein mein Blut ist. Da heulen ja die Hunde. So unangenehm klingt das. Die Glocken läuten schon. Ich bin nicht taub. Sie läuten wegen dir. Ich weiß schon. Weil ich Wein in Blut verwandeln kann. Wenn schon, wäre wohl Wasser in Wein zu verwandeln sinnvoller. Das hast du auch gemacht? So, dass ich davon nichts weiß. Was ist denn dann das von mir? Die Wurst? Das weiß ich nicht. Aber das Brot ist dein Leib, wenn du es segnest. Was sagt denn da das Getreide dazu, wenn ich seinen Leib in meinen verwandle? Gar nichts. Das ist aber klug vom Getreide. Ich bin leider nicht so klug und protestiere. Dieser Wein ist nicht mein Blut. Der Wein ist gut. Das muss man dem Wein sagen. Aber mein Blut ist warm und ich möchte es nicht in diesem Glas sehen. Meine Güte, stellst du dich an. Jetzt hast du deine ganze Religion in die Welt gesetzt und willst nichts mehr wissen. Entschuldige, aber ich verstehe dich nicht. Ich verstehe mich ebenfalls nicht. Hoffentlich bleibt das Wetter so schön. Ein herrlicher Tag heute. Das Wetter bleibt nicht. Das Wetter ändert sich immer. Geh ein wenig ans Wasser, dann mache ich hier Ordnung. Der 42. Herrgott in unserer Kirche. Ich hab dich einmal in Gang hängen gesehen.
Und weil du mir nicht so hochtrabend vorkommst wie deine Kollegen, darum habe ich jetzt eine Bitte an dich. Seit Jahrhunderten zahlen meine Vorfahren 4 Laib Brot im Monat an die Kirche. Ich backe aber kein Brot mehr. Jetzt muss ich monatlich 20 Mark an die Kirche zahlen. 20 Mark für nichts und wieder nichts. Wenn ich auf ein Gericht gehe, ich weiß nicht, ob ich Recht bekomme. Wer weiß? Wer weiß? Gib mir 10 Mark im Monat und der Fall soll erledigt sein. Ich habe nämlich kein Pfennig Taschengeld. Die Obere nimmt mir nämlich jeden Pfennig, den ich in ihrer Bar verdiene. Und in so religiösen Kneipen geben sie ja kein Taschengeld. Die Saubande. Hast du die 10 Mark dabei? Die Oberin schaut gerade her. Ich steck dir die 10 Mark in die Krone. Ich hab gewusst, dass du ein anständiger Kerl bist. Und in Zukunft weiß ich, wo ich dich treffe. Ciao. Was macht ihr beide? Jetzt erinnern? Du hängst am Kreuz und sagst, mich dürstet. Und was geben sie dir? Na was schon? Sag, sag es. Essig geben sie dir. Und dann kommt das mit den Nachbarn. Und dann kommt eine zweite Bitte. Wie lautet sie? Du rufst Gott an und fragst ihn, warum er dich verlassen hat. Laut rufst du. Hörst du es nicht? Warum? Warum? Aber bevor du stirbst, murmelst du noch etwas. Das wird deine dritte Bitte gewesen sein. Um was hast du gebeten? Gebittet? Gebettelt? Hast du die Menschen verflucht? Ist die Kirche aus deinem Fluch emporgewachsen? Wenn du uns verflucht hast, dein Fluch wirkt. Das Schrecklichste an deinem Fluch ist, dass diejenigen, die deinen Fluch erfüllen, dass die Mächtigen ihn nicht spüren. Aber diejenigen, die deinen Fluch spüren müssen, das sind die Armen, die Gefolterten, die Hungernden, die nach Gerechtigkeit schreien und in Todesangst gehalten werden. Oder was war deine dritte Bitte? Sag es mir. Die Welt braucht eine Antwort. Meine dritte Bitte war die um Erlösung. Dieses Kreuz ist keine Sicherheit. Dieses Kreuz ist eine Frage. Die Frage nach Erlösung. Du musst dir die Frage stellen. Und du musst die Antwort finden. Bei mir war es eine Bitte. Bei euch muss es eine Frage sein. Was wischst du die ganze Zeit das Bild? Es ist doch nicht schmutzig. Nicht schmutzig? Also hör auf damit. Ja. Wer ist das eigentlich auf dieser Fotografie? Darf ich es sagen? In meinem Herrschaftsbereich darfst du alles sagen. Also wer ist es? Ein merkwürdiger Mann. Nie gesehen. Wie ein Büffel.
Ja. Aha. Und sein Name? Hemingway. Hemingway? Du kannst doch einen Hemingway nicht neben deinesgleichen hängen. Stimmt, das geht nicht. Wischen, wischen. Was wischst du am Freitag? Dein freier Tag. Wir könnten einen Ausflug machen und spielen. Es ist immer so schön. Du mit deinen verdammten Spielen und deinen verdammten Fragen an mich. Du möchtest dich wohl unabhängig machen. Das kann ich nicht. Entschuldige, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe für heute drei Römer eingeladen. Für die habe ich den Hemingway aufgehängt. Die mögen ihn nämlich. Im Gegensatz zu dir. Du musst jetzt gehen, sonst fühlen sie sich nicht wohl. Du bist ihnen zu neumodisch gekleidet in deiner mittelalterlichen Kutte. Auch dein Glaube wäre ihnen zu mittelalterlich. Und deine Seele wäre ihnen zu kalt. Das sind nämlich harte Burschen. Was aus dir alles rauskommt. Du fühlst dich wohl wohl in deinem neuen Beruf als Ober in meiner Kneipe. In der Kneipe meines Ordens. Und wenn ich schon an so einen alten Salzhering wie dich glaube, der seine römischen Zeitgenossen einlädt, dann will ich mir als gebildete Frau auch ein Bild machen dürfen, was von diesem ganzen männlichen Zauber alles stimmt. Sich ans Kreuz schlagen lassen und der Welt was hermachen, weltberühmt sein und eine Anhängerschaft zulassen, die uns alle ins Verderben geführt hat. Und als armes Rotz länger an seinem Schaubalken hängen bleiben und sich mit den Tränen unzähliger bewaschen zu lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich wenigstens bin heruntergestiegen. Ja, heruntergestiegen. Und wie gehst du umher? Wie ein Gespenst. Warum nimmst du denn nicht diesen Hokuspokus vom Kopf? Damit dich ein jeder kennt. Ein jeder erkennt dich als ein Gespenst. Und dein Schlangentrick ist nichts anderes als gespenstisch. Ja, aber ich verliere ein jedes Mal an Kraft dabei. An Kraft? An Farbe verlierst du. Du bist nicht nur ein Gespenst, sondern du wirst immer zu gespenstischer. Und frecher dazu. Du nimmst dir heraus, an deinem freien Freitag, den ich dir gegeben habe, zu arbeiten. Warum? Damit du dich bei mir nicht zu erholen brauchst. Und warum willst du keine Erholung? Damit du noch gespenstischer wirst. Ausbeutung macht gespenstisch, denkst du, und lässt dich ausbeuten. Aber du beutest dich selber aus. Das habt ihr immer zu den Armen gesagt und sie euch gefügig gemacht. Mach du deinen Gespenstermund nicht so weit auf. Es kommt doch nur Gespenstisches heraus. Du hast den Armen nicht geholfen. Und wir Kirchenleute haben versucht, an deinem großen Versäumnis gut zu machen, was nur irgendwie geht. Ihr habt alles so schlecht gemacht, wie es nur ging. Hast du Töne? Das ist ja gespenstisch, wie du verlogen bist. Wir haben deine Welt geliebt, die du liegen gelassen hast, wie eh und je. Wir haben sie für dich schön gemacht. Wir haben deine Wildnis geordnet. Wir haben den dunklen Köpfen deiner Menschen ein Licht aufgesetzt. Wir haben ihnen die Kunst beigebracht und sie die Wissenschaft gelehrt. Ohne uns würde deine Bande noch heute am liebsten mit den Affen spielen. Lass wenigstens die Affen in Ruhe. Ja, werde unverschämt. Auch im Tierreich haben wir unser Bestes getan. Aber die Tiere wollten von dir ja noch weniger wissen als deine Menschen. Weißt du, was die Menschen von dir wissen wollten? Gar nichts. Nur im Guten und im Bösen konnten wir ihnen einbläuen, dass es dich gibt. Wir haben sie geschlagen, damit sie kapiert haben, dass du sie liebst. Und wenn sie deine Liebe gar nicht annehmen wollten, dann haben wir sie auch getötet. Nicht nur einzeln, auch massenweise, völkerweise. Das hat uns nicht immer gefallen, aber es musste sein. Gott sei Dank haben wir heute die Möglichkeit, die Welt zigmal in die Luft zu jagen.
wenn du es uns nur befiehlst. Ich habe euch nie etwas befohlen. Das ist es ja. So mussten wir uns selber ausdenken, was du meinst. Das ist ja die Scheiße. Die Römer kommen. Gott, wie gespenstisch. Ich fürchte mich. Lass mich hinter dem Kühlschrank verstecken. Ist er nicht vom Kreuz heruntergestiegen? Weil er nicht vom Kreuz heruntersteigen wollte. Deshalb, den Kerl möchte ich sehen, der nicht vom Kreuz herunter will. Scheiße, du verstehst doch nichts. Frag mal den Ober. Wollte der vom Kreuz heruntersteigen, Ober, oder nicht? Wissen Sie, meine Herren, ich war nicht draußen. Das war eine Angelegenheit, die mich nicht interessiert hat. Wisst ihr, ich habe schon eine Menge von denen gesehen. Hier und auch anderswo. Ich sage euch, wenn ihr mir einen zeigt, der nicht vom Kreuz herunter will, wenn's ernst wird, dann will ich zu ihm aufklettern. Und ich sage euch, der hat sich heute recht ordentlich benommen. Der war tadellos. Ihr Jungen wisst nicht, wovon ich rede. Ich sage nicht, ob er sich gut benommen hat oder nicht. Was ich sagen will, ist, wenn es ernst wird, wenn Sie mit dem Annageln anfangen, dass es dann wohl keinen gibt, der nicht Halt sagen würde, wenn er könnte. Hast du's verfolgt, Ober? Das ist mein Herr, das hat mich nicht interessiert. Ich war überrascht, wie der sich heute benommen hat. Aber was ich nicht mag, ist, wenn sie sich annageln. Wisst ihr, das kann einen furchtbar an die Nieren gehen. Das ist nicht so schlimm, als wenn Sie sie aufstellen. Wenn Ihr Gewicht an ihnen zieht, das ist der Moment, wo es packt. Manche packt's furchtbar schlimm, furchtbar schlimm. Hab ich sie nicht gesehen? Ich habe eine Masse gesehen und ich sage euch, der hat sich heute recht ordentlich benommen. Ja. Du bist ja ein regelrechter Christus, alter Freund. Ach ja. Mach ihn nur schlecht. Verarsch ihn nur. Aber pass auf, was ich dir sage. Der hat sich heute recht ordentlich benommen. Wie wär's mit noch ein bisschen einen Wein? Ich mag nicht mehr. Hast du sein Mädchen gesehen? Bin ich nicht direkt neben ihr gestanden? Eine richtige Schönheit. Ich hab sie vor ihm gekannt. Da bin ich schon öfters in der Stadt begegnet. Der ist es früher glänzend gegangen.
aber er hat dir kein Glück gebracht. Ach ja, der hat kein Glück. Aber der hat sich heute dafür recht ordentlich benommen. Das kann man wohl sagen. Was ist denn aus seiner Bande geworden? Ja, die sind abgehauen. Aber die Weiber sind bei ihm geblieben. Die haben sich aber verdrückt. Als sie ihn hochgehen sahen, hat es ihnen gereicht. Die Weiber sind bei ihm geblieben. Ja, die sind geblieben. Hast du gesehen, wie ich in den blöden Speer hineingestoßen habe? Du wirst schon einmal Scherereien haben, wenn du sowas machst. Das war doch das Wenigste, was ich für ihn tun konnte. Und ich sage dir, er war sehr ordentlich heute. Sehr ordentlich. Wissen Sie mal her, dass ich jetzt so machen muss? Ja. Wir trinken noch eine Runde, Opa. Wozu denn? Das Zeug taugt ja doch nichts. Komm, hauen wir ab. Eine Runde geht immer noch. Nein. Eine Runde. Eine ist lang, gehen wir. Ich fühle mich heute furchtbar schlecht. Opa, noch eine Runde. Nein, los, wir gehen jetzt. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, mein Herr. Mein Herr. Könntest du doch eine Kleinigkeit bezahlen? Zum Teufel mit dir, Ober. Mittwoch ist Zahltag. Na gut, gute Nacht, mein Herr. Schon mehr sagen können. Gefragt hast du sie gar nichts. Es ist alles gesagt worden. Aber nicht das letzte Wort. Bürschchen, wir sprechen uns noch. Verdammt. So eine verdammte Scheiße. Zucker, Bruder Bischof? Zucker, Schwester Oberlein. Verzeihung, Bruder Bischof. Wir haben keinen Zucker mehr. Die Vögel, sie singen so reizend. Sind das die Vögel aus dem Klostergarten? Es werden die Vögel unseres Gartens schon auch dabei sein. Wenn ich keine Zigarette mehr habe und das in diesem Hause nicht geraucht wird, ist ewig schade. Schachtel ist leer, Schwester Oberin. Aber ich könnte Ihnen einen Aschenbecher bringen lassen und mehr, wie zum Beispiel Zündhölzer. Die Schachtel ist leer und Sie wissen, wie gern ich rauche. Ich habe früher auch geraucht. Am liebsten habe ich auf dem Klo geraucht, mit freiem Arsch. Das hätten Sie aber etwas allgemeinverständlicher ausdrücken können, Schwester Oberin. In etwa... Ich habe früher in einem Kloster geraucht. Jedenfalls sehen Sie jetzt immer anderen Freuden entgegen, seitdem Ihr Bräutigam ins Diesseits zu seiner Braut hinabgestiegen ist. Bruder Bischof, man hätte den Heiland, bevor er zu mir herab und gleich ins Bett gestiegen ist, besser restauriert. So habe ich meine Leiden an ihm. Nichts auf der Welt ist vollkommen, so dass auch alle Dinge, die auf der Welt zu finden sind, nicht vollkommen sein können, nicht einmal der Heiland. Woran fehlt's denn? Am Tulpenfreitag. Stellen Sie sich das vor, Bruder Bischof. An seinem Sterbetag verweigerte er nicht nur den Besuch des Gotteshauses, er warf auch die heiligen Sakramente in den Garten. Vorher zerriss er sie in 100 kleine Fetzen. Er warf sich selbst den Vögeln zum Fraße. Und am Aschafascher hat er sich mit Honig beschmiert und in den aufgeschlitzten Federbetten gewälzt. Daraufhin ging er in den klösterlichen Garten,
kletterte auf einen Baum und sang. Er sang so schön, dass mir das Herz zerbrach. Dass ich vorehelichen Verkehr mit ihm pflegte, ist, wie Sie mir bestätigen werden, Bruder Bischof, mit den Klosterregeln. Aber dass ich in Liebe entflamme nicht. So bitte ich Sie, Bruder Bischof, mein Haus in Ihren Schoß zurücklegen zu dürfen. Die Last dieser Sünde wird Sie zerschmettern, Schwester Oberin. Die Liebe zerstört jede Ordnung. Sie verbrennt die Körper und hinterlässt rauchende Höhlen. Sie hätten niemals die kühle Keuschheit Ihres Gelübdes verlassen dürfen. Schweißfüße und anderer Unsinn, der sich den Menschen in die Quere stellt, es ist alles möglich. Die Liebe nicht. Die Liebe ist der größte Feind des Menschen. Deshalb haben unsere Vorfahren, unsere Vorvorfahren und wir das Zeichen des Kreuzes erfunden. Um ein für alle Mal den zu erledigen, der in ihr am weitesten vorangeschritten war und ihn ans Kreuz zu nageln, Jesus Christus. Wo sitzt er denn in seinem Gefieder? Immer noch am Baum? Im Warngewand und gar nicht nackt entdeckt er das Treiben der Luft und fliegt in Windeseile zum Vogelhäuschen. Dort frisst er Speck den anderen Vögeln weg. Am Tulpenfreitag schrie er nach Fleisch. Am Aschefascher schrie er mich weich. Er schrie? Vorhin nannte ich es Gesang. Es war Geschrei. Mein Herz, es ist entzwei. Besteht denn noch Hoffnung auf eine Wiederholung? Noch sitzt er im Baum und träumt. Doch in des Schlafes Qual, wenn er erbricht, gestört von Feindes Schmerzen und Unrecht kocht und siedet seinen zarten Traum, dann brüllt ein Tier gleich einem Drachen, schwarz, und überkommt mit sengendem Gefieder Krallen voller Macht und Giftes blicken die Erde. Nichts entgeht und ich vergehe. Ein Fluch, den wir doch selbst am besten kennen. Und es geschah an einem Tulpenfreitag. Es begann viel eher. Ich nahm ihm die Klosterbar. An dieser Arbeit und den Getränken hing er sehr. Ich befahl ihm, die Küche zu leiten. Er nagelte die Schnitzel auf die Tische und an die Wand. Auf meine Frage, was dies sei, antwortete er, das sei genageltes Fleisch. Ich wollte ihn nicht verstehen. Er berief sich darauf, ein Schreiner zu sein und ein Schreiner dürfe nageln. Schon froh ob dieser närrischen Wendung, hielt er mich fest und schrie, gib deinem Verständnis nach und rette dich nicht immer in den Unsinn, der dir auch zur Verfügung steht. Ich nagle dieses Fleisch nicht überall hin, weil ich einmal ein Schreiner war, sondern weil man mich überall hingenagelt hat, was du auch gedacht hast. Er blickte mich so entsetzlich an, dass meine Hände aufbrachen. Und deshalb dieser Verband. Mach ich das Fenster wieder zu? Ich könnte es auch offen lassen. Sie könnten auch Zeuge sein. Nein, 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 mir reichen Ihre Hände. Ich mag keine Wunder. Wunder bereiten nur Schwierigkeiten. Und außerdem ist dieses kein Wunder, was den Glauben bestärken könnte. Es ist die Liebe. Und was die Liebe anrichten kann, das sehe ich an Ihnen, liebe Schwester Oberin, und an Ihren Händen. Aber Sie warten noch auf seinen Schrei, Bruder Bischof. Es ist mir schwer, denn wie Sie wissen, ich habe keine Zigaretten mehr. Ich hole Ihnen welche. Wir haben einen Zigarettenautomaten an der Kirche. Lassen Sie mich nicht alleine. Wenn, dann gehen wir zusammen. Und der Schrei, Bruder Bischof? Den Schrei, den können wir auch im Garten hören. Schwester Oberin,
Wohin soll ich blicken, damit ich dich sehe? Am besten halten Sie sich die Augen zu. Denn auf dem Baum, auf dem er saß, ist er nicht mehr. Folglich könnte er überall sein. Fehler gemacht. Wir haben kein Geld verdient. Im Ausland hätten wir ein Geld verdienen können. Und jetzt ist es zu spät. Eine Fahrt ins Ausland können wir uns nicht mehr leisten. Wohin wir zu Fuß gehen können, dort taugt es nichts. In Afrika oder in Indien, da hätten die Leute ein Interesse gehabt an einer Verwandlung von Mensch in Schlange. Als Schlange hätten sie sich wenigstens ernähren können. Mit Fröschen und sonstigem Zeug. Du weißt, dass es nicht so einfach ist. Du weißt, wenn ich als Schlange einen Frosch verzehre, so hilft das nicht meinem Geist. Wenn mein Geist verbraucht ist, dann muss ich eine Schlange bleiben. Dann komme ich nie mehr zurück. Was mache ich dann? Du könntest ja auch einmal versuchen, mit deines Geistes Kraft ein Tier zu werden. Ich kann es nicht. Und du kannst es eben. Du konzentrierst deinen Geist auf einen einzigen Punkt. Dann schlüpfst du durch. Wirst dieses oder jenes Tier. Wenn du als Mensch nicht mehr zu mir zurück kannst, dann möchte ich ein Raubvogel werden. Vielleicht haben wir Glück. Ich würde mich mit dir in die Lüfte schwingen. Und sie erhoben sich in die Lüfte. Es wird Nacht und wir müssen uns trennen. Allein kommen wir leichter durch. Ich habe noch immer eine Decke gefunden. Nimm meine Decke. Nein, das ist deine Decke. Wenn ich dich als Schlange nicht mehr erkenne, dann erkenne ich dich an deiner Decke. Könnten Sie mich um Gottes Willen über die Nacht behalten, denn ich habe kein Geld für ein Wirtshaus. Nehmen Sie mir doch bitte diese Nacht vom Hals. Nein, nein, nein! Es war nur ein armer Vertreter. Gott sei Dank ist mein Mann ein reicher Vertreter. Und heute kommt er nicht heim. Schmeckt dir der Fisch? Er ist doch vorzüglich. Oder würdest du ihn lieber wieder aus meinem Geschlecht schlürfen? Wo? Auf der Couch oder hinter der Couch? Ich höre ein Auto. Wieder Mercedes von meinem Mann. Versteck dich auf dem Balkon. Den Wein verstecke ich unter dem Fernseher. Den Fisch, den stelle ich unter den Teetisch. Und wenn mein Mann im Bett ist, dann machen wir weiter. Wer da? Ich bin ein Zauberer, der sich keine Wirtschaft leisten kann. Und Ihre Frau hat mich nicht übernächtigen lassen.
Ich bin fast erfroren. Meine Frau, die lässt da keinen hinein. Und wenn ich nicht da bin, dann macht sie dicht, gell? Und eine wärmere Nacht kann sich auch kein Zauberer leisten. Geh mit. Setz dich hin. Trink einen Wein mit mir. Bertha, der Herr trinkt einen Wein mit mir. Komm raus aus der Küche. Ich habe nämlich schon gegessen. Ich bin jetzt doch heimgefahren, weil es mir zu weit gewesen ist. So umständlich sind sie, die fremden Betten. Dann die dünnen Decken, wenn sie sauber sind. Und du bist ein Zauberer. Der Wein ist leer. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Zauber ihnen her. Bertha, haben wir noch einen Wein? Nein. Also zaubern. Der Wein ist hinter dem Fernseher. Pfeilgerade. Und meine Lieblingsmarke. Schmeckt ausgezeichnet. Jetzt kriege ich direkt Hunger. Bertha, hat die Küche schon geschlossen? Ja. Macht aber nichts. Hätte eh bloß einen Fisch mögen. Darf ich dich noch einmal bitten, ja? Der Fisch ist unter dem Teetisch. Und schon zubereitet. Schmeckt tadellos. Aber das sind ja alles nur irdische Genüsse. Was Überirdisches hätte ich gerne mal genossen. Den Teufel sehen zum Beispiel. In welcher Gestalt möchtet ihr den Teufel sehen? Wie du willst. Aber dass mich der Anblick nicht schädigt. Ich muss morgen noch in die Arbeit. Er ist ein Priester und auf dem Balkon. Den kenne ich. Hast gut gemacht, einwandfrei. Aber dass der Teufel unseren Priester am ähnlichsten sieht, ist mir neu. Da heißt es nachdenken. Gute Nacht, schlaf da auf der Couch, gell? Mein Mann, der schläft gleich ein. Zuerst gehen wir auf die Couch und dann auch wir zwei. Ich hab noch einen Wein. Oder soll ich den Wein gleich holen? Du wirst es schon sein. Wie hast du an Größe und an Farbe verloren? Könnte ich doch deinesgleichen sein. So das warme Gras in der Sonne durchstreifen wie du. Wie du Schutz finden bei Regen unter einem Stein. Nicht an die vielen alten, kranken Menschen denken müssen, die in ihrer Dummheit verkommen, von ihrem Besitz erdrückt werden, und an einen Gott glauben, der sie so schändlich gemacht hat. Freie Schwinge, streife meine Stirn, Wolkenfäden statt dies kläglich Hirn und Kinder ohne Meinung, Glück in Haufen, Glück in Zügen wie die Ziegen, Glück in Panzern wie die Schildkröten, und Glück im Wal und Glück im Specht, in jedem Vogel, der die Ahnung trifft. Hinaus, hinaus in die Enge, hinein, hinein in die Weite, in Tropfenform und kein Gewicht. Im schlimmsten Fall werde ich ein Gedicht.
Doch Federn, zieh ein, mein Herz, winzigster Punkt dieser Welt. Federn, gib aus, winzigster Punkt dieser Welt. Federn, versteh, winzigster Punkt der Welt. Du weites Land, bist ein Leichnam, bist eine tote Ratte, vollgequollen mit Gift, Verzweiflung, Leid und Kriegsbereitschaft. Zieh aus, Ansinnen ebenso zu sein. Mein Herz, winzigster Punkt der Welt, vergeh in nichts, vergeh in ungedacht, vergeh. Hinweg über die Scheiße, hinweg über den Teer, hinweg über die Schwere, hinweg über die Leere, hinweg über die Atmosphäre, hinweg über den Atem, hinweg über das Atom, hinweg über die Atombomben, hinweg über die Zahnblomben, hinweg über das Gebiss, hinweg über die Schädelstätten, hinweg über jeglichen Schädel, hinweg über den Friedhof, hinweg über den Tod. Thank you.